Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario 3D. Bei dem letzten Part haben wir mehr oder weniger die dritte Welt so gut wie abgeschlossen. Wir haben alle Level gemacht. Und wir sind jetzt direkt vom nächsten Boss-Level. Sturm auf Bowsers Kugelwilli Express ist die nächste Welt. Ah, man kann zufällig auch machen, sehe ich gerade. Okay, ich spiele mit Mario. Oh, wie geil sieht das denn aus? Da haben wir schon den ersten Stern. Okay, ich sehe gerade, wir müssen schnell sein. Boah, ist das ein cooles Level. Ist das ein geiles Level. Hallo. Ey, sag mal. Fangt schon wieder perfekt an, der Part, Leute. Fangt schon wieder super an. So, den Stern haben wir aber. So, jetzt. Okay, er schießt von selber auf jeden Fall. Der Mantanuki. Was ist denn das hier? Solche... Hey, was ist das? Ganz komische Wesen. Okay, es kommen Katzenkugelwillis. Da ist ein Stern wieder. Okay, ist dabei sehr leicht, die Sterne zum Finden hier. Okay... Boom, Gigapilz. Aber was bringt mir der hier? Oh, ein Giga Kugelwilli. Was bringt das hier? Oh nein. Ich glaube, ich habe ein schlechtes Ding gemacht, glaube ich. Ich habe die Röhre zerstört. Okay, die kann ich nicht zerstören, so. Was ist das hier? Ein Stempel. Ah, das Level ist schon vorbei, oder wie? Ja. Okay, da ist nichts mehr. Boah, coole Perspektive auch hier. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal rein. Wer ist der nächste Boss? Oh, die kennen wir ja auch schon. Das ist diese Boom Boom von Bowser's Fury. Okay, sie macht dasselbe wie im Bowser's Fury Teil auf jeden Fall, in dem DLC. Okay, da ist sie wieder. Ja, ist viel zu einfach. Okay, sie ist ganz hinten. Ja, ganz einfacher Boss. Und da ist der echte. Ganz, ganz easy. Ganz, ganz einfacher Boss wieder. So. Und da haben wir die nächste Fee. Und ich bin gespannt, was in der vierten Welt auf uns warten wird. Ich meine, gelesen zu haben, es gibt insgesamt 8 Welten. Level beendet. Perfekt. Und ein Sticker von der Dingens, von Bum Bum. Wobei, sie heißt, glaube ich, Pum Pum, glaube ich. So. Das kann man überspringen. Okay, hier geht's weiter. Oh, was ist jetzt los? Oh, was ist das denn? Ah, ist das so ein Boss-Level jetzt auch, oder wie? Hey, was ist das? Okay, es ist versperrt. Wir müssen es machen. Von Zuschel gewährt eine Audienz. Okay, es ist ein Boss-Fight, glaube ich. Ah, okay, den Hype, den kenne ich, glaube ich, sogar schon. Und eine Katzenglocke auf jeden Fall. Okay. Ist auf jeden Fall ein Bossfight. Hallo? Ah, jetzt. Okay. Dachte schon, dass es verbuggt oder so.
Und da ist er. Okay, wir sehen schon, wir müssen den auf den Kopf springen. Okay, er macht ein bisschen Radau. Da kann ich hochspringen. Oh, das ist eine Katzenglocke. Ah, okay, ich muss ganz hoch. Okay, ich kann aber auf die hochklettern auch. Ah, okay. Okay. Was ist denn das so eine... Soll das eine Schlange darstellen oder was? Was soll das darstellen? Ein Wurm soll das, glaube ich, nicht sein, oder? Ich kann auf jeden Fall wieder hochklettern. Okay, nee, der ist sehr einfach. Ich dachte schon, du hast mehr drauf, als wie die vorigen Bosse. Aber dem ist nicht so. Ah, okay, jetzt macht er eine Falle auch. Den kann ich hoch. Ja. Und. Cooler Kampf, aber sehr einfach auch wieder. Wieder alle Dinge einsammeln. Und da machen wir einen Stern auf jeden Fall auch. Unser Beweis, dass wir den Boss besiegt haben. Ah, okay. Aber cooles Boss-Prinzip auf jeden Fall. Und wir haben das Level abgeschlossen. Aber cool, dass so ein Zwischenboss kommt hier so. Zwischen der dritten und der vierten Welt auch cool ist. Ist mal eine neue Idee irgendwie. Ah, dann wahrscheinlich ab jetzt immer so ein Zwischenboss kommen, glaube ich. Auch cool. So, was ist jetzt die nächste Welt? Ah, es deckt hier. Hey, so eine Wüstenwelt wieder. Da ist auf jeden Fall das nächste Ding. Da kann ich direkt wo rein. Ah, okay. Okay, diesmal sind es, glaube ich, aber weniger Level, oder? Ich schau mal kurz. Ah, hoppla. Ja, diesmal sind es weniger Level. Ja, okay. Ja, es sind deutlich weniger Level. Grabelei im Canyon ist die erste Welt in diesem... In der vierten Welt. Machen wir doch auf Zufall. Oh mein Gott. Solche Ameisen oder Termiten oder was auch immer das sein soll. Sieht aber wie Ameisen aus. Wow. Oh mein Gott. Oh, die haben sogar Hüte auf. Wow, coole Musik. Fühle ich auf jeden Fall. Da oben ist ein Sticker. Oder besser gesagt ein Stempel. Okay, da ist auch wieder irgendwas. Ein Stern, auch der erste. Okay, da muss man nur im Rhythmus mitgehen oder auch nicht. Oh Gott. Da ist ein Stern auch. Da kommen Riesenameisen. Da kann man schon nicht draufjumpen, jawohl. Was haben wir hier? Oh, ich... Okay, ich glaube, ich weiß, was man machen muss. Oh Gott. Ja, was war das für ein Mega-Jump gerade? Okay, wir haben fast alles eingesammelt, auf jeden Fall. Man bekommt auch sehr viel Items immer. Oh Gott. Okay, da muss ich einen Sprung machen. Okay, ich würde mich mit Luigi fast hier wohler fühlen. Ah, das habe ich mir fast gedacht.
hier die Dinge zum Einsetzen ist keine gute Idee. Okay. Aber wir haben das Level abgeschlossen und wir haben auch alles eingesammelt wieder mal. Sehr gut. Ach, come on. Das war jetzt gerade fies. Der hat mich einfach blockiert. So, ich schaue nur kurz was. Ah, wir haben auch die Dinge gefunden, die... Den Ameisensticker und den Termitensticker. So, was ist das nächste Level? Okay. Was ist das? Der Sumpf der Kriechpiranhas. Da ist wieder ein Toadhaus auf jeden Fall. Wir machen mal wieder Zufall. Ich finde, mit Zufall ist auf jeden Fall interessanter. Die Pyjama. Oh, das Level kenne ich, glaube ich. Das kommt mir sehr bekannt vor auch. Das meine ich, in den Let's Play mal gesehen zu haben. Hier kann man komplett zurück auf jeden Fall. Ah, okay. Okay, da kann natürlich sein, dass da irgendwo jemand ein Ding hat. Ein Stern oder so. Ah, nee. Hier vielleicht? Okay, da ist nichts. Hätte ich mir fast gedacht, irgendwie. Okay, hier ist gar nichts gewesen, alles klar. Hier ist auf jeden Fall was. Okay. Oh mein Gott, Leute, es ist so schlecht, was ich hier abliefer. Hä? Ach, come on. So, Leute. Nur mit kleiner Peach. Das Problem ist diese Steuerung. Es verzieht teilweise zu viel im Sprung. So, Leute, jetzt aber. Sie springt einfach nicht. Ah, ich spring vor... Also, das kann es doch nicht sein. Wisst ihr was? Ich lasse das jetzt einfach. Ist mir egal. Das mit dem Springen ist teilweise echt komisch. Hier höre ich auf jeden Fall einen Stern, ja. Wir haben wieder einen verpasst. Oh Gott. Okay, da ist auch was. So, jetzt bitte. Perfekt. Da ist der Stempel auch. Nice. Aber hier ist, glaube ich, nichts mehr. Okay, ich dachte schon, das Level ist wieder vorbei. Ah, okay, wir haben das schlechteste Item bekommen. Hier können wir eigentlich leicht durch. Okay, hier ist ein Stern. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Okay, wir haben aber eigentlich relativ gut abgeschnitten, sage ich mal. Ich denke mal, wenn ich in den Schlamm fliege, bin ich wahrscheinlich instant dead. Oh mein Gott. Okay. Das war aber, denke ich mal, das Level, oder? Oh Gott, wir müssen da echt aufpassen. Sie springt teilweise dann nicht. Peach hat gar keinen Bock irgendwie. Level beendet auf jeden Fall. Und ein Röhrensticker. Auch cool. So. Ein Toadhaus auf jeden Fall haben wir wieder freigeschalten. Oh, was ist das denn? Was? Aus dem Weg Karumbelbande? Okay. Was ist das für ein Wesen? So ein Stein? So ein Onyx-Ding oder so? Kann ich den irgendwie killen? Ah, ich kann den nehmen, okay. Okay.
Ey, ich bin gesprungen. Jetzt kommen aber nochmal welche, oder? Nee. Hätte ich mir jetzt fast gedacht, irgendwie. Perfekt. Wie das aussieht, wenn man so klein ist. Das waren einfach solche Kleinsteins. Solche Pokémon waren das einfach. Perfekt auf jeden Fall. Oh, wir schalten mehrere Level frei auf jeden Fall. So, hier ist direkt wieder das Boss-Level. Ist auch nochmal eine Röhre. Wo geht das hin? Ah, das habe ich noch nicht freigeschalten, okay. So, was ist hier überall? Hier waren das noch nicht. Abenteuer in der Trampolin, in den Trampolinbergen. Tanz in der Wolkendisco, würde ich sagen, die fangen wir noch an, die Welt, in dem Kapitel. Also in dem Part. Wieder mal Zufall nehmen auf jeden Fall. Und wieder mit Peach. Oh! Oh, das ist fies. Das war eine fiese Falle. Okay, es blinkt aber vorher öfters. Auch wieder ein cooles Level-Ding. So kann ich mich das so duplizieren. Oh mein Gott. Ich brauche mindestens zwei. Ah, okay, so muss ich es machen. Oh, es ist gar kein Stern. Okay. Da kann ich auf jeden Fall rüber. Das ist ein Boomerang-Cooper, oder wie die heißen. Gott. Okay. Das kann ein krasses Level werden, auf jeden Fall. Nein, nein. Oh mein Gott. Der bringt mich jetzt um. Okay, da muss man mit dem Rhythmus mit. Oh mein Gott. Oh, da brauche ich vier. Ah, um den Sticker zu bekommen. Boah, es ist schwer. Dim, dim, dim. Diese Kameraperspektive wieder. Okay. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen, wie lang das da runter geht? Aber ein richtig cooles Level. Was ist hier? Hier muss auch noch was sein. Hier ist ein Stern wieder. Okay, da muss man auch wieder schnell sein. Oh. Alter, Herzinfarkt wieder. Das war aber erst der zweite sogar. Ist auf jeden Fall noch ein Power-Up, glaube ich, drin, ja. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Aber cooles Level-Konzept, echt. Oh mein Gott. Und der letzte Stern. Leider haben wir den Ding nicht bekommen. Oh. Perfekt, Leute. Perfekt, aber richtig, richtig cooles Level. Also es ist wirklich bis jetzt eins der besten Level gewesen. Das Level war echt cool. Das war echt verdammt cool. Richtige Props an die Entwickler für dieses Level.
Und auch alle Sterne eingesammelt. So. Oh, wieder eine Musikding wieder. Die verlorene Stadt in den Spikebergen. Da haben wir auf jeden Fall auch noch ein Level. Da ist wieder, wieder so ein Dinghaus. So, dann gehen wir nochmal zurück am Anfang. Und gehen nochmal da rein. Haben wir nochmal das. 10 Münzen nur diesmal. Das ist nicht gut. So, da würde ich aber sagen, Leute, im nächsten Part dann werden wir dieses Level machen, das Abenteuer in den Trampolinbergen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.